Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Pax. Es ist was passiert. Ich habe wieder was gekauft, weil ich habe das Gefühl, dass Pulisic und Mali nicht so richtig zusammenpassen. Aber erstmal machen wir die Geschenke auf. Die zwei Geschenkpacks. Es sind nur zwei kleine Babypacks. Also nichts Besonderes. Was haben wir eigentlich momentan für Promosets? 45.000, sechs seltene, 10 Gold. Eieiei. Ja, einmal Silber, einmal Gold. Da wird natürlich nur Schrott drin sein. Aber ich dachte, ich mache es trotzdem mal mit euch zusammen auf. Da haben wir Silberspieler, die wir mal direkt nachschauen. Okay, der ist nichts wert. Der wahrscheinlich auch nichts. Auch nichts wert. Ja, komm, wir gucken mal noch die Verträge nach. Nee, Quatsch, die zwei Sachen, die packen wir einfach in den Verein, die können wir gebrauchen. Und jetzt schauen wir mal beim Gold nach. Es wäre halt geil, wenn da wenigstens ein seltener Spieler drin wäre. So ist es halt echt scheiße. Das sind halt echt richtig, richtig schlechte Packs. Und es wäre nun, glaube ich, das würde EA überhaupt nicht wehtun, wenn hier standardmäßig eine, oder nicht ein seltener Spieler, sondern wenn standardmäßig eine seltene Karte drin wäre. Ja, jetzt haben wir mal eine seltene Karte, aber leider ist es nur eine Trikot, es ist nur ein Trikot. Aber wie gesagt, wenn da immer ein seltener, ich glaube sogar früher war das mal so, meiner Meinung nach. Da hat man, glaube ich, Packs bekommen, wo ein seltener Spieler drin ist. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ich könnte schwören, da war immer eine seltene Karte drin. 600, 500. Schauen wir mal, aber das ist halt, denke ich, nicht sehr wert. 550, 500. 500 ist das Preiswerteste. Also. Für 450 bekommen wir es vielleicht los. Das wäre doch gar nicht schlecht. Also für ein Trikot ist es nicht schlecht. Gut, ja, ich denke halt einfach, dass Pulisic und Mali nicht zusammenpassen. Die sind einfach zu ähnlich vom Spieltyp her. Und ich denke, da braucht man entweder einen anderen Stürmer, wenn man Pulisic spielt, oder halt einen anderen ZOM, wenn man Mali spielt. Mali funktioniert ja eigentlich gut, vor allem in Zusammenarbeit mit Müller, da kann man eigentlich nichts sagen. Aber es gab einen Spieler, den ich sowieso nochmal spielen und testen wollte. Und den habe ich mir gekauft, weil er zurzeit wieder super, super billig ist. Der lag mal eine Zeit lang bei 120.000, was mich davon abgehalten hat, ihn wieder zu kaufen. Ich hatte ihn schon mal. Und Pulisic, er hat noch keinen Scorerpunkt gemacht, aber er fühlt sich halt so geil an. Der muss funktionieren. Der funktioniert bestimmt irgendwie. Er ist so geil, er fühlt sich so genial an. Nur die Scorerpunkte fehlen halt. Aber er hat zum Beispiel bei Kurzpass 99, ne? Also, ja, genau. Und zwar probiere ich mal einen anderen Stürmer. Mali war geil, aber da passt nicht mit Pulisic zusammen. Und ich glaube, wir könnten hier eine geilere Kombination bekommen. Und zwar habe ich mir Werner nochmal gekauft, den es zurzeit echt wieder super billig gibt und der auf jeden Fall wieder im Preis steigen wird. Der war ja nach Aubameyang eigentlich der Stürmer mit der besten Quote. Und ich habe ihn für 75.000 bekommen. Wie gesagt, da ist zurzeit wieder total im Preis gefallen. Den gab es eine Zeit lang für 120.000. Und deswegen habe ich mir jetzt geleistet. Und ich glaube halt, klar, er ist auch schnell, aber er ist jetzt nicht so der super kleine, flinke, Dribbelverliebte, wie das ein Mali ist, sondern halt auch schon mehr so eine Mischung aus Dribbler, Pace-Stürmer und Stoßstürmer. Und ja, er hat halt gut funktioniert, fährt dann auf den schwachen Fuß und ich könnte mir vorstellen, dass er mit Pulisic gut funktioniert. Jetzt haben wir ja vorne natürlich einfach nur Pace, ne? Also, das sind jetzt schon alles sehr schnelle Spieler, die wir vorne haben, aber schauen wir mal, vielleicht klappt's ja. Ich möchte ihm aber einen anderen Champions League Style geben. Ich hoffe, ich habe ihn noch. Maestro wäre mir ja lieber. Nicht Maestro, sondern Marksman. Ja, genau, Marksman. Dribbling, Schuss, Füße. So habe ich ihn, glaube ich, auch das erste Mal gespielt. Und das sollte sehr gut zu ihm passen. Besser als Hawk. Ich brauche einfach die extra Pace nicht. Da kommt er auf 99 dann, glaube ich, bei Pace. Aber das brauche ich nicht. Einen guten Kurzpass hat er schon. Aber es dauert ja alles ultra lange wieder hier im Menü. Ich weiß, was da los ist. Vielleicht sind die EA-Server gerade wieder am Abkacken. Was wollte ich sagen? Ja, wenn Werner nicht funktioniert oder Pulisic, dann würde ich nochmal Müller probieren. Wenn Werner nicht funktioniert, würde ich wieder Müller und Mali spielen lassen. Ganz einfach. Also wir haben ja die Alternativen. Und ansonsten ist Werner, denke ich, das ist halt einfach eine gute Wertanlage. Der wird auf jeden Fall wieder auf seine 120.000 steigen. Relativ schnell innerhalb von, denke ich, so 2 Wochen oder so. Das liegt doch momentan daran, weil die ganzen Special Packs rausgehauen werden durch den Geburtstag etc. bla bla. Da ist das alles ein bisschen anders. Gut, dann testen wir auch direkt mal
die Bundesliga mit mal wieder Werner drin und jetzt sind alle so schnell. Also, wenn wir jetzt nicht ab und zu mal, ich brauche mal trinken und ich habe noch im Wohnzimmer stehen, Moment. Also, wenn wir jetzt nicht ab und zu mal ein paar Pace-Tore schießen, dann weiß ich auch nicht. Aber Werner hat auf jeden Fall einige Zaubertore gemacht damals. Ich hoffe, er macht sie wieder. Er war halt wirklich so eine Art billiger Aubameyang. Also er hatte, glaube ich, die gleiche Quote wie Aubameyang und ja, war halt auch schnell. Vielleicht sogar noch einen Tick wendiger als Aubameyang. Was hat er denn noch? Okay, so wir wollen uns konzentrieren. Der Start war ganz okay von der Weekend League bisher. Nicht perfekt, okay. Ah, verdammt, jetzt haben wir gegen den Grünen gequittet und wir kommen jetzt nur noch Orange oder was? Konzentriert spielen, gut spielen. Okay, keine Ahnung, wo mein Gegner verlässt. Das verstehe ich immer nicht. Warum verlassen die Gegner das Spiel an der Stelle? Die wissen doch überhaupt nicht, wer kommt. Wollen die auswärts spielen oder was ist der Grund? Also, es ergibt doch gar keinen Sinn. Rot-Weiß. Das ist sehr, sehr merkwürdig. So, konzentrieren. Oh, wieder mal ein moderates Team. Also zwar ein schneller Sturm, aber insgesamt halt kein starkes Team. Von der individuellen Klasse her sind wir natürlich besser. Aber es kann natürlich sein, dass der Gegner wieder ultra gut spielt. Und wir hatten echt in der Weekend League jetzt einige von diesen Teams. Mal gucken. Konzentrieren, konzentrieren. Ich bin echt auf Werner gespannt, ob er halt direkt mit irgendwelchen Zaubertouren anfängt und wie sich Pulisic macht, ob er endlich mal Scorerpunkte zeigt, zumal es ist ja okay, wenn er keine Tore macht, ne? Also damit kann ich ja leben, aber er müsste doch eigentlich Vorlagen produzieren, das verstehe ich auch nicht so richtig. Er hat 99 Kurzpass, den er meistens brauchen wird, nicht so die gute Übersicht, aber naja, das ist dann auch manchmal, oder in den meisten Fällen ist es gerade beim Kurzpass nicht so wichtig, finde ich. Mal gucken, was er umstellt. Lacazette natürlich gefährlicher Stürmer, aber keine einzige Inform. Smalling, Bailly, Begovic. Sehr schön. Okay, geht gut los, aber leider nur ein Alu-Treffer. Wieder mal Piszczek. Er kommt ab und zu mal zum Schuss und hat halt so einen schlechten Abschluss. Brauchen die dritte Info. Oh, das war schlecht verteidigt von mir. Das wieder gut. Schön gemacht von Reus. Ach, es war im Aus. Fuck. Habe ich gar nicht gemerkt. Schade, den Ball hat Bertalleb schon. Eigentlich schön gemacht von Piszczek. So, jetzt mal in Ruhe hier wieder einen schönen Angriff aufziehen. Ja, da wird er quasi gefoult und deswegen kann Reus nicht durchlaufen. So, ganz in Ruhe. Nicht jetzt versuchen hier, nur weil wir ein paar schnelle Spieler haben, auf Zwang. Sollte auf Pulisic gehen. Schlechte Idee von mir direkt zu passen. Ich spiele es gerade nicht gut. Ich spiele es gerade nicht gut. Er hat zwar jetzt schon den verdienten Alu-Treffer, aber auch schon ein, zwei Situationen, die ich nicht gut gespielt habe. Von Dembele. Nicht aufregen, aber es ist eine Situation, wo ich sage, da müssen wir doch eigentlich den Ball bekommen. Wie kann denn der da sauber rausspielen? Das gibt's doch gar nicht.
Und trotzdem, es passiert eigentlich nie was. Und wieder knapp ins Aus. Ich sag ja, das ist gerade. Und der Pass von Pulisic, aber dann leider halt der Schuss geblockt von Vidal. Schwach von mir gespielt. Darf den Ball da halt nicht rausarbeiten können, ganz einfach. Ey, da dachte ich echt, der geht rein. Krass. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausspielen können, aber. Er hat jetzt auch nicht den schlechtesten Distanzschuss, unser Werner. Ich dachte, er läuft durch. Ah, fast. Schön gespielt, hätten wir uns nicht übers 1-1, übers 1-0 aufregen dürfen. Aber wie gesagt, wir hatten auch den Alu-Treffer, von daher. Wir haben nur schnelle Spieler vorne. Und wer ist hier alleine durch? Benderlet. Der halt leider nicht so schnell ist. Doppelt schade. Gerade zu träge und langsam, ich merke das. Oh, Glück gehabt, aber das sollte nicht dahin. Gefällt mir nicht, ich spiele gerade nicht gut. Ich merke das, mein Kopf ist gerade, macht gerade nicht, was ich will. Ich könnte auf jeden Fall besser spielen. Fuck. Mich konzentrieren, ich werde es versuchen zu kompensieren mit ein bisschen weniger reden. Aber Glück. Oh, ey, das meine ich. Die sind so schlecht, die Schüsse von Pulisic. Das gibt's doch nicht. Ich ziehe doch nicht jedes Mal zu straff auf. Die Schüsse sind einfach nur richtig scheiße. Fuck. Ich glaube, ich werde ihn echt nach dem Spiel rauskicken. Es geht nicht anders. Das ist einfach. Ich erwarte gar nicht, dass das immer reingeht, aber die sind teilweise so schlecht, vor allem aus der Box raus. Oh, das war schon wieder. Es hat sich so scheiße angefühlt, der Schuss. Unglaublich. Halt einfach mal einen besseren Schuss hätte, der wäre so geil.
halt eine krasse Schusskraft und alles, aber sind so ungenau die Schüsse. Oh, bitte nicht so weit. Schöne Schusstäuschung, aber naja. Ich bekomme nicht den Spieler, den ich auswählen, weil ich wusste, dass er da hinspielt. Ich wollte den halt abdecken, aber es ging einfach nicht. Schön gemacht von Pisscheck. Das ist ein Foul, wird natürlich wieder nicht gepfiffen. Wenn wir jetzt einen Tor fressen, drehe ich durch. Bringt zum Glück keins. Wieder total riskant rausgespielt und es passiert nichts. Ist jetzt das dritte Mal, dass ich mit Reus da den Ball verliere. Das kann doch nicht sein. War eigentlich auch ein schlechter Einwurf, damit er nicht bestraft wird, aber egal. Ich wollte weniger reden, fällt mir gerade ein. Alter, das kann doch nicht sein, dass er mich immer abläuft. Tunnelt. Oh. Muss ruhig bleiben, ist noch nichts passiert. Ja, Dembele läuft nach innen, statt außen lang zu laufen. Er ist sonst durch gewesen. Schön gemacht von Hector. Gefällt mir überhaupt nicht. Läuft schlecht. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gegner hat meiner Meinung nach auch relativ viel Glück. Wechsel erstmal. Und Pulisic regt mich echt auf mit seinen Abschlüssen. Das, oh, ich muss den rausnehmen. Es tut mir leid, aber es geht nicht mehr. Es ist so auffällig, wie schlecht seine Abschlüsse sind. Da werde ich halt wieder Müller reinnehmen. Kann natürlich sein, dass dann Müller nicht der richtige ZOM ist für den Werner. Und Mali als sehr. Diesmal mache ich ihm keinen Vorwurf, dass er nicht reinging, weil das war natürlich ein schwerer Abschluss.
Ja, ich hab. Oh, fick dich doch einfach. Was ist denn jetzt los? Ich wollte, dass der Einwurf schnell ausgeführt wird und drück halt auf X, um es zu beschleunigen, und dann macht ihr diese Scheiße von alleine, ey. Schöner Schuss von Vidal. Das regt mich gerade zu sehr auf. Das muss mich beruhigen. Das ist egal. Steht 0-0. Komm. Machst du das Tor mit Werner? Er hat übrigens eine geile Sprungkraft, ist mir aufgefallen. Obwohl er nicht so groß ist mit 1,80, aber eine gute Sprungkraft und eine gute Kopfballgenauigkeit. Ja, das sah gar nicht so schlecht aus. Also ich denke, es wäre, wow, eine knappe Führung wäre verdient, oder? Gegner hatte die Chance, ich hatte meine Alu-Treffer, aber dann halt auch noch ein, zwei gute Halbchancen. Das Ding mit Pulisic aus der Box, ey, wie den Müller halt zumindest gefährlich aufs Tor bringt. Das ist echt krass. Was halt auch eine Möglichkeit wäre, wäre halt Mali als ZOM zu spielen, weil er müsste ja einem Pulisic ähneln, nur halt mit einem geilen Abschluss. Wieder eigentlich schlecht rausgespielt und es passiert nichts. Also wird nicht bestraft. Geil gemacht von Pulisic. Haben wir Glück. Oh, das war ein geiler Pass mit der Hacke von Pulisic. Ich habe gar nicht gesehen, wo der Ball aufkommt. Das war wieder kein Punkt auf dem Boden. Auch genial. Unplatziert. Komm, Werner. Komm, Werner, mach das wichtige Tor. Ich brauch dich. Aber immerhin, er setzt sich bei Kopfbällen durch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nice luck. Ich will natürlich auch Vidal spielen. Was macht er denn? Wieder laufe ich ins Aus. Wie oft mir das heute passiert, ist einfach ein Zeichen dafür, wie schwach ich gerade bin. Und wie unkonzentriert ich spiele. Alter, wie ich halt. Ich meine, ich bin trotzdem irgendwie immer noch der bessere Spieler, aber ich würde halt. Oh, wie wenn ich normal spielen würde jetzt zur Zeit, wäre ich so viel besser. Würde den so dominieren. Ich mache aber so viele kleine Scheißfehler. Und wie gesagt, Piszczek macht halt den Alu-Treffer, wahrscheinlich einfach reinzumachen. Mann, es klappt wieder nicht. Ach, ich reg mich jedes Mal auf. Fuck, Mann, ich schaff's einfach nicht mehr aufzuregen. Kämpfe jetzt weiter, komm. Scheiße!
Oh. Es gibt Elfmeterschießen. Scheiße, ich werde sowas von verlieren, so wie ich gerade drauf bin. Ich werde so scheiße jetzt spielen. Konzentriere ich einfach. Versuch zu antizipieren, versuch keinen zu überschießen. Komm schon. Das habe ich mir komplett selber zuzuschreiben, dieses Elfmeterschießen. Krass. Außer einen haben wir jeden gehalten von ihm, aber der hat auch immer. Außer beim ersten habe ich einfach mir gedacht, der wird in die Mitte schießen, aber dann die nächsten beiden, die ich gehalten habe, hat halt immer angedeutet mit seinem komischen Laufweg. Hat es nicht, also hat es nicht variiert. Dadurch habe ich geahnt, wohin schießt. Fühle mich trotzdem nicht wirklich gut dabei, dass ich das gewonnen habe. Also verdient ist es schon irgendwie, aber ich habe nicht wirklich gut gespielt jetzt. Ist halt die Frage, ob ich jetzt noch ein Spiel machen soll oder nicht. Also, weiß auch nicht so richtig. Hab nicht super schlecht gespielt, aber auch nicht super gut. Ich weiß, es ist schwer zu sagen. Was soll ich machen, Mann? Das Ding ist halt, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt eine Stunde Pause mache, ob es dann besser läuft. Deswegen. Sag mir mein Gefühl eigentlich, dass ich jetzt noch ein Spiel machen sollte. Ich habe ja auch gewonnen. Ich war jetzt auch nicht super schlecht, vor allem was die Verteidigung angeht. Ich habe ja gut verteidigt eigentlich. Mein Spiel nach vorne war halt nicht so überragend. Und Pulisic fliegt jetzt raus. Sorry, aber der kann einfach nicht schießen, der Typ. Es ist einfach so. Fuck, Mann. Fuck. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Wir müssen wieder Müller nehmen. Tut mir so leid. Er fühlt sich so geil an. Ey, wenn er halt, wie gesagt, noch eine Info bekommt, wo dann der Schuss entsprechend geboostet ist, sofort super gern, aber jetzt zur Zeit läuft einfach nicht. Ich würde jetzt erstmal Werner weiter testen und wenn ich jetzt merken würde, Werner funktioniert wirklich besser als Mali, dann würde ich wahrscheinlich sogar Mali als ZOM mal probieren, weil der Junge hat Potenzial. Und als ZOM soll er dann ja logischerweise noch mehr Potenzial haben. Weil da ist er eigentlich ZOM. Und wenn ich merke, Müller funktioniert, Quatsch, Werner funktioniert nicht, dann spielt einfach wieder Mali und Müller. Ich gehe davon aus, dass die klappen. Was denn nun? So, die Premier League, die hat natürlich auch, was das Potenzial angeht, nochmal eine Ecke weiter, ja, eine Ecke mehr Potenzial, gerade mit unserem Eriksen. Hier haben wir ein paar Positionen gar nicht mal so krass besetzt. Mal gucken, ob er den rechten Flügel auswechselt, den 78er. Aber natürlich sein Stürmer und sein linker Flügel sind dafür barbarisch gut. Aber wir haben auch sehr gute Spieler. Konzentrieren. Benteke, Eriksen. So, wir spielen jetzt einfach besser. Wir machen jetzt weniger Fehler. Spielen jetzt konzentrierter, spielen jetzt abgeklärter und gewinnen das Ding in der regulären Spielzeit. Ich weiß nicht, was das war. Es sollte einfach passen. Hat aber irgendwie ist er über seine eigenen Füße gestolpert oder so. Schnell. Verlieren ständig über außen die Zweikämpfe. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir nicht.
Schön nochmal in die Gegner reingedribbelt. Da ist es zu eng geworden. Hat er Glück. Schön gemacht von Mané. Was ist denn das? Ich habe nicht auf Passen gedrückt. Der hätte den Ball auf jeden Fall normal annehmen können. Er macht es aber nicht. Aus irgendeinem Grund macht er diese blöde Grätsche. Zu spät der Pass. Schön gemacht von Mané. Tunnel, Glück gehabt. Nein, eins zu weit. Wir haben Glück. Schöner Schuss von Benteke, aber natürlich schwer, ihn da gefährlich aufs Tor zu bringen. Aha, interessant. Zu lange gedauert. Okay, er macht immer komische Pässe in die Spitze, die ja bisher immer komplett verunglückt sind. Aber schöner Angriff. So, und jetzt konzentrieren. Komm, Eriksen. Du hast doch keine einzige Flanke auf Benteke so gebracht, dass er den schön mit dem Kopf machen konnte. Jetzt. Was? Wir waren wirklich zuletzt dran. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, wieder abgefälscht. Das wäre, glaube ich, ein schöner Schuss geworden. Wieder so ein vogelwilder Pass. Aber er versaut ihn. Also die Annahme. Das ist natürlich auch, das ist halt auch schwer, ihn anzunehmen irgendwie. Also keine Ahnung, was er davor hat. Das wirkt auf mich auf jeden Fall nicht solide.
Boah, das war knapp. Das war das erste Mal wirklich gefährlich von ihm, aber ich glaube auch mehr Glück als Verstand, dass das funktioniert hat, weil es sah auch wieder nicht solide aus. So, jetzt kommen. Wir müssen doch mal wieder mit Benteke über eine Ecke ein Tor machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Mach das Ding jetzt rein. Alu. War ein schöner Kopfball von Benteke. Leider Alu. Und dann wieder natürlich krass gehalten von Courtois mit den Nachschuss von Emre Can. Also, es wäre auf jeden Fall verdient, hier 1-0 zu führen. Ich spiele auch besser als im letzten Spiel, würde ich sagen. Mach weniger Fehler. Gegner hat 0 mal geschossen. Die eine Situation war super gefährlich, aber. Trotzdem denke ich, haben wir bisher gut verteidigt. So, jetzt vielleicht. Komm, Benteke. Du hast es einmal gemacht, du machst es nochmal. Komm schon, Benteke. Komm. Mach jetzt das Ding rein. Schwacher Pass. Das war einfach ein schwacher Pass von Benteke, muss man leider so sagen. Hat richtig viele Aufbaufehler drin, der Gegner. Ich will nach innen passen. Auf, ich glaube, Benteke ist es. Er macht es halt nicht. Zum Glück wieder eine komplett vogelwilde, schlecht getimte Flanke, die dann halt auch entsprechend kommt. Gegner spielt sehr defensiv, wie ich finde. Ich glaube, er hat richtig Angst vor mir. Oder Respekt, nachdem. Am Anfang hat er, glaube ich, nicht so defensiv gespielt. Sehr schön von Smalling. Zum Glück ist das nicht so ein, so ein Triple. Künstler, weil das wäre jetzt richtig eklig sonst geworden. Ich glaube, den Tick straffer aufziehen müssen. Da habe ich mich nicht so versetzen lassen. Das darf nicht passieren. Wieder eine komplett vogelwilde Flanke. Er guckt weder zum Tor noch sonstiges. Also ergibt überhaupt keinen Sinn, da so blöd reinzuflanken. Da hat er Glück. Ich glaube, ich wechsle jetzt. Ruhig bleiben. Weiter unser Spiel. Oh, über Mané haben wir ja mega viel gespielt. Ich überlege gerade, wie ich beide schon wechseln. Ja, weiß, wenn der Ball das nächste Mal rausgeht. Wir müssen hier das Tor aus dem Spiel rausmachen, Mann. Das wäre so verdient.
Wieder muss ich direkt schießen. Ich nehme den wieder an den Ball. Ich raff's immer erst im Nachhinein, dass das total dumm ist. Der Ball sollte woanders hingehen, und zwar auf Gouye. Danke, dass ich nochmal darf. Gemacht für Mané. Immer das Gleiche und am besten halt dann eine Flanke. Das war dumm von mir. Schon wieder, wer? Es ist so schwach, da einfach nur so reinzuflanken. Vor allem jedes Mal, ohne Variation. Elfmeter, krass. Wird nicht gegeben. Na endlich! Oh! Und dieses Mal war es auch richtig, den Ball anzunehmen. 89. Was für eine Zeit, ey. Aber diesmal war es auch richtig, den Ball anzunehmen, weil diesmal hatte ich noch genügend Platz. Aber meistens ist es halt falsch. Meistens muss man halt in so einer Situation direkt schießen. Schönes Ding von Emre Can. Aber vorher war es auch ein Elfmeter, meiner Meinung nach, von Benteke. Oder gegen Benteke. Nicht von Benteke. Oh, nice. Er macht sich schon zum zweiten Mal den Fehler. 2 Minuten Nachspielzeit, perfekt. Ja, das Ding ist durch. Oh, also ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg, ziemlich spät das Führungstor, aber es, wie gesagt, war vorher auch noch ein Alu-Treffer, dann hat man den eigentlichen Elfmeter von Benteke. Vorlagen, Ribéry, sehr gut, Can macht das Tor. Und dann haben wir mit nicht unseren besten Spielen, wobei hier, also hier haben wir echt nicht schlecht gespielt, 71% Ballbesitz, aber halt 0 Schüsse vom Gegner, spricht denke ich Bände über das ganze Spiel und 2 Siege geholt, nice. Beim ersten zwar nur über 11 Meter, aber egal. Das heißt dann, nächstes Spiel ist wieder Werner. Ich bin gespannt, wie er sich macht, vor allem mit Müller hinter sich. Bei Müller müssen wir immer noch rausfinden, ob ich mehr Bock mit Artist habe, was halt nochmal den Pass deutlich boostet, oder wir ihn halt doch wieder Maestro geben. Aber bisher hat er halt nicht die krassen Torchancen verhauen oder so. Danach geht's ja im Endeffekt, aber die versetzt, weil dann würde ich halt wieder auf Maestro gehen. Aber bisher lief es eigentlich. Und bei Werner, schauen wir mal, hat jetzt ein Spiel gemacht. Da hat er aber auch Pulisic hinter sich gehabt. Und ja, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Packt es, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Tschüss.